Beim Segelfliegen ist es so, dass schon seit einigen Jahren ein Antikollisionsgerät verwendet wird. Wie gut ist das, wie effektiv und wie kann man sich wirklich auf das verlassen oder wie arbeitet das Gerät im Fluge selber, das schauen wir uns am besten jetzt auch anhand von einem Video von mir. Abflug von Dachstein Richtung Grimming, ich bin da auf einer ganz 3000 Meter oben. Also hier schön zum Sehen, das Kollisionswarngerät, Flugzeug vor mir, gleiche Höhe, das heißt unbedingt Luftraum beobachten. Also es geht wirklich sehr, sehr, sehr gut. Zwei rote LED vorne, die mittlere LED heißt, das Flugzeug ist in gleicher Höhe wie ich und die Gefahr ist schon ganz nahe, das heißt innerhalb von den nächsten 15 Sekunden der Ton dabei, das laute Bipsen war auch nicht zu überhören. Was mache ich jetzt in der Situation? Ich habe nach rechts hin ausgewichen und so wie es ausgeschaut hat, hat es auch funktioniert, weil die LEDs sind von rot wieder auf grün zurück und man sieht, dass das Flugzeug sich jetzt der Seite von meiner Position befindet. Das war jetzt eine typische Verkehrsmeldung, da ist mir jetzt der Flieger entgegengekommen, ich habe leider nicht gesehen. Das war nur, also er war vor mir, leicht über mir, wo genau weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe jetzt ein bisschen ausweichen. Also das kommt eigentlich öfter mal vor.